freuen uns so sehr darauf. Ihr auch. Und wir freuen uns ganz besonders, euch zu sehen und jetzt gemeinsam mit euch Gott zu loben und zu ihm zu singen. Seid ihr bereit? Los geht's! Dass mich Jesus liebt, denn die Bibel sagt mir dies, zu ihm gehört jedes Kind, es ist klein, doch stark wie er. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Jesus starb, weil er mich liebt, macht den Himmel auf für mich. Er wäscht mich von Sünden rein, lässt uns Kinder bei ihm sein. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Er ist hier, weil er mich liebt, bis zum Ende nah bei mir. Mein Zuhause ist bei ihm, eines Tages seh ich ihn. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, ja, Jesus liebt mich, die Bibel sagt mir dies. Er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich, er liebt mich. Josef war elf, der Ritter wurde heute. Für euch in der Stadt Davids, der Retter wurde heute geboren. Für euch in der Stadt Davids, der Retter. Dass du heute mit dabei bist bei Hillsong Kids Online. Hände hoch, wenn du es liebst, Geschenke zu bekommen. Yes, ich auf jeden Fall. Und Hände hoch, wenn du es liebst, Geschenke zu verschenken. Oh ja, das mag ich total gerne. Nur, manchmal ist es gar nicht so einfach, das perfekte Geschenk für eine Person zu finden, oder? Geht's dir auch so? Meiner Tante ging es vor ein paar Jahren so. Okay, und zwar,
war es Weihnachten und ich habe mir ein Buch so richtig, richtig dolle gewünscht. Denn ich wollte diese Geschichte unbedingt lesen. Und meine Tante überreichte mir mein Geschenk und ich habe mich schon gefreut wie Wolle, denn es sah aus wie ein Buch. Also packte ich es auf und ja, es war ein Buch. Es war nur leider nicht das Buch, was ich mir gewünscht habe. Und es hatte noch einen Haken, noch ein Problem. Denn die Geschichte war für 8-jährige Kinder. Allerdings war ich schon 15. Ich glaube, meine Tante hat vergessen, wie alt ich bin. Ist aber gar nicht so schlimm, denn ich konnte dieses Buch an meine Schwester Sophia verschenken. Und sie hat sich total darüber gefreut. Manchmal ist es nicht so leicht, das perfekte Geschenk zu verschenken, oder? Nun, heute ist Weihnachten. Es ist der Tag, wo wir uns daran erinnern. An was? Ja, daran, dass Gott selbst, seinen einzigen Sohn Jesus Christus zur Erde gesandt hat. Für dich und für mich und für alle Menschen auf dieser Erde. Das kannst du nachlesen in Johannes Kapitel 3, Vers 16. Schau es dir mal an in deiner Bibel und lies es vielleicht mal durch mit Mama oder Papa. So, Jesus Christus, er kam vor tausenden von Jahren, ein Weihnachten, zur Erde für dich und für mich. Lass mich dir sagen, Jesus, er ist das perfekte Geschenk. Ja, wir werden heute einige Geschenke bekommen. Aber, kleine Challenge an dich, erinnere dich bei jedem Geschenk, welches du auspackst und über welches du dich so dolle freust, dass Jesus Christus, Gott, er ist das einzige perfekte Geschenk. Lass uns doch zusammen die Weihnachtsgeschichte anschauen. Los geht's! Dies ist die Geschichte von einem jungen Mann, einer jungen Frau, einem coolen Engel und einem Baby, das die ganze Welt retten sollte. Der Engel Gabriel erzählte Maria, du wirst ein Baby bekommen. Wie? Fragte Maria. Ich bin nicht verheiratet. Gottes Heiliger Geist wird über dich kommen. Das Baby wird Gottes Sohn sein. Maria glaubte ihm. Maria war mit Josef verlobt, aber er glaubte ihre Geschichte nicht. Deshalb kam auch zu Josef ein Engel. Maria lügt nicht. Ihr Baby wird Gottes Sohn sein. Du musst ihm den Namen Jesus geben. Viele Monate vergingen. Dann reiste Josef mit Maria in seine Heimatstadt Bethlehem, um an der staatlichen Volkszählung teilzunehmen. Nach dieser langen Reise wollten sie schnell eine Unterkunft finden. Sie mussten für die Geburt bereit sein, die kurz bevorstand. Aber alle Gasthöfe in Bethlehem waren voll. Also wurde Gottes Sohn in einem Stall geboren, in Tücher eingepackt und auf ein Bett aus Stroh gelegt. Sie nannten ihn Jesus. In dieser Nacht erschien einigen Hirten in den Bergen von Bethlehem ein Engel. Gute Nachrichten, sagte der Engel. Euer Retter ist geboren. Er ist in Bethlehem und liegt in einer Futterkrippe. Plötzlich erschienen weitere Engel. So viele, dass sie den ganzen Himmel füllten. Lobt Gott im Himmel, sangen alle. Jeder, der Gott eine Freude macht, soll seinen Frieden erfahren. Als die Engel sie verließen, eilten die Hirten nach Bethlehem. Sie fanden das Baby, ihren Retter, auf einem Bett aus Stroh liegen. Es war genau so, wie es der erste Engel gesagt hatte. Nachdem die Hirten Jesus gesehen hatten, gingen sie durch die Stadt. Sie waren sehr aufgeregt. Sie erzählten allen, was geschehen war, und sie priesen Gott für das, was er getan hat. Oh, blessed are the meek. Oh, blessed are the meek.
Wow, ich könnte diese Weihnachtsgeschichte immer und immer und immer wieder anschauen und auch nachlesen in der Bibel, denn es sind die besten Neuigkeiten für die ganze Welt. Jesus Christus, er ist das perfekte Geschenk für dich und für mich. Hast du dich schon mal gefragt, wieso? Wieso ist Jesus das perfekte Geschenk? Die Bibel zeigt uns verschiedene Namen und Bedeutungen für Jesus. Zum Beispiel heißt Jesus auch Immanuel und Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Wow! Jesus ist das perfekte Geschenk für dich und auch für mich, denn er ist die Person, die immer mit uns ist. Gott ist immer mit uns. Jesus bedeutet auch Adonai und Adonai bedeutet, Jesus ist der Herrscher, der Herr und der Versorger. Das bedeutet, wenn du mal in eine Situation kommst, wo du etwas ganz, ganz Dolle brauchst, dann kommt Jesus mit ins Spiel. Er ist dein Versorger. Jesus heißt auch Jehova Rapha. Und das bedeutet, er ist der Heiler und der Arzt. Das heißt, wenn du Jesus kennst, dann weißt du, wenn du krank bist, kannst du zu ihm sprechen und sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich brauche deine Heilung. In Jesu Name. Amen. Wow, Jesus, er ist das perfekte Geschenk. Und ich habe heute eine ganz, ganz wichtige und besondere Frage an dich. Möchtest du Jesus Christus, das perfekte Geschenk, heute annehmen? Nicht für irgendjemanden sonst, sondern für dich. Jetzt fragst du dich vielleicht, wie soll ich Jesus annehmen? Wie kann das funktionieren? Pass auf, wir machen gleich etwas zusammen. Du darfst zuerst etwas Mutiges tun, denn ich zähle bis auf drei. Und dann darfst du deine Hand in die Luft strecken, wenn du heute Jesus Christus in dein Herz und in dein Leben einladen möchtest. Okay, 1, 2, 3. Wow, so fantastisch. Weißt du, die Bibel sagt, dass es die beste Entscheidung ist, die man jemals treffen kann. Und die Bibel sagt auch, dass der Himmel alle Engel, Gott, alle Menschen, die bereits im Himmel sind, sie feiern eine Riesenparty, wenn sich nur eine Person für Jesus Christus entscheidet. Das heißt, gerade ist im Himmel eine fette, fette Party. Und wir, Hillsong Kids Family, wir beten jetzt noch gemeinsam. Ich bete vor und du betest nach. Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich auf die Welt kamst. Du bist das perfekte Geschenk und ich nehme dich heute an. Komm in mein Herz und komm in mein Leben. In Jesu Name. Und Hillsong Kids ruft Amen, Amen, Amen. Wow, die Bibel sagt, dass der Himmel eine Party schmeißt, wenn sich jemand für Jesus entscheidet. Wir feiern mit dir. Wir haben jetzt noch etwas richtig Cooles für euch vorbereitet. Ein 1, 2 oder 3 Weihnachtsquiz! Hey, hier ist ein Kids und weiter geht's mit 1, 2 oder 3! Wir haben euch hier ein paar coole Fragen zusammengestellt und immer 3 verschiedene Antworten. Aber nur eine Antwort ist richtig und ihr habt nur ganz kurz Zeit, euch für die richtige zu entscheiden. Ganz kurz Zeit nur? Ganz kurz. Ha! Das ist, damit wir schneller essen können, gell? Wollen wir starten? Los geht's! Und hier kommt Frage Nummer 1. Wer wollte Maria heiraten? War es? Nummer 1, Josef. Nummer 2, Adam oder? Nummer 3, David. Was denn von den 3? Zeig die richtige Antwort mit deinen Fingern. Und die richtige Antwort ist... Adam! Oh, nein. Josef. Josef wäre richtig gewesen. Also. Gut. Auf zur nächsten Frage. In welchem Land liegt Bethlehem? Ist es 1 in Frankreich? 2 in Australien? Oder 3 in Israel? Entscheide dich für deine richtige Antwort. Halte deine Finger bereit. 1, 2 oder 3. Letzte Chance. Vorbei. Es ist... Israel.
Und hier kommt unsere nächste Frage. Was bedeutet Bethlehem? Nummer 1, Haus des Retters. Nummer 2, Brothaus. Oder? Nummer 3, McDonald's. Mal schauen, wer das weiß. Und es ist... Nummer 2, Brothaus. Nächste Frage. Wo legte Maria den neugeborenen Jesus hinein? Nummer 1. In eine Futterkrippe. Nummer 2. In eine Schreibtischschublade. Nummer 3. In ein selbstgeflochtenes Körbchen. Das habe ich schon mal in der Bibel gehört, auf jeden Fall. Lass uns die Finger sehen. Auf die Plätze. Fertig. Und hier kommt die Antwort. Es ist... Nummer 1. In eine Futterkrippe, weil sie nämlich in einem Stall waren. Was hat König David mit der ganzen Geschichte zu tun? Ist es Nummer 1? Ihm gehörte der Stall, in dem Jesus geboren wurde. Vielleicht? Er war ein direkter Vorfahre, also ein Urgroßvater von Jesus. Oder Nummer 3, er war der König zu der Zeit, als Jesus geboren wurde. Und die richtige Antwort dazu ist... Er war ein direkter Vorfahre von Jesus. Hey, Riesenapplaus für euch alle. Genial. Und weiter geht's und wir übergeben zurück. Genial, dass ihr mit dabei wart. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Tschüss.